Und um 12 Uhr startet heute die Sondersitzung des Nationalrats, in der es um die Bestellung von Thomas Schmid zum Vorstand der Beteiligungsgesellschaft ÖBAG und um die Chats zwischen ihm und der ÖVP von Kanzler Kurz abwärts gehen wird. Für alle, die den Überblick verloren haben, wer wem was geschickt hat, haben wir jetzt eine kurze Zusammenfassung der sogenannten Chat-Affäre. Jedes Schriftl ist ein Giftl, heißt es auf gut Österreichisch. Und wieder einmal scheint sich dieses Sprichwort zu bewahrheiten. Und die Chatnachrichten zwischen ÖVP-Spitzenfunktionären, die in den vergangenen Wochen an die Öffentlichkeit gekommen sind, erweisen sich als regelrechter Giftschrank. Ausgangspunkt ist das Handy von Thomas Schmid, früher Generalsekretär im Finanzministerium, heute Chef der Beteiligungsgesellschaft ÖBAG. Sein Mobiltelefon wird im Zuge der Ermittlungen rund um die Casinos-Affäre beschlagnahmt. Darauf zu finden Chatverläufe beinahe biblischen Ausmaßes, auch wenn besonders die katholische Kirche wohl keine Freude damit hat. Denn in einigen Nachrichten geht es um ein Treffen zwischen Schmid, damals noch im Finanzministerium, und dem Generalsekretär der Bischofskonferenz Peter Schipka im Jahr 2019. Bitte Vollgas geben, fordert da Kanzler Kurz Schmid auf und meint offenbar, er solle intensiv auf die mögliche Abschaffung von Steuerprivilegien hinweisen. Schmid antwortet nach dem Treffen: Also Schipka war fertig. Und? Er war zunächst rot, dann blass, dann zittrig. Gestern meldet sich dann Schipka zu Wort. Er sieht das Vertrauen zwischen der katholischen Kirche und der christlich-sozialen Partei erschüttert. Erschüttert zeigen sich auch viele über den Chatverlauf rund um die Bestellung von Thomas Schmid zum ÖBAG-Chef. Er soll die Ausschreibung für seinen Job zumindest mitgestaltet und sich Aufsichtsräte ausgesucht haben. Schmid AG fertig, schreibt ihm der heutige Finanzminister Gernot Blümel damals, und kriegst eh alles, was du willst, versichert der Bundeskanzler Schmid. Für manche Beobachter zeigt sich hier ein Sittenbild der Postenvergabe und der Freundalwirtschaft. In der heutigen Sondersitzung des Nationalrates wird die ÖVP zu all diesen Themen Stellung nehmen müssen. Fest steht schon jetzt, die Affäre hinterlässt einige Kratzer im sonst so perfekt gepflegten türkisen Lack.